Herzlich willkommen, euren Freunde, zu Animal Crossing. Wir beschäftigen uns heute mit dem Campingplatz. Aber erstmal gucken wir allgemein, was wir noch so machen müssen, ne? Und zum Schluss ist dann der Campingplatz dran. Und ich habe gesehen, Tina ist schon wieder da. Und ja, ne? Bin mal gespannt, was die uns jetzt heute wieder verkauft. Ich hoffe immer noch auf eine coole Hose. Weil eine Hose fehlt uns ja noch. Ich bin gerade erst aufgestanden. Ich habe mich gewundert, was? 8.50 Uhr? Oh mein Gott. Oh mein Gott, weil normalerweise stehe ich schon vor 8 Uhr auf. Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Montag, der 30. März 2020, 9.01 Uhr. Hier auf Nimmerland. Hier nun das Neueste für heute. Wir haben jemanden Neues auf unserer Insel. Heißen wir Rüdiger auf Nimmerland willkommen. Es freut mich sehr, neue Leute auf der Insel begrüßen zu dürfen. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen. Muss mal eben hier beim Mikro was einstellen. So, wir haben auch schon wieder Post bekommen. Nook Shopping. Achso, ich habe mir die Dings, die Bumsi da bestellt. Ein neuer Bewohner ist auf ein. Ja, okay. Dankeschön für die 1000 Meilen. Blumen gießen mache ich nachher. Aber wir können mal kurz gucken, ob hier irgendwo eine. Oh, hier sind zwei neue. Hier ist, glaube ich, eine Orangene. Super. Super, hier oben ist keine neue. Okay, schade. Schade, schade. So, wir begrüßen mal eben hier. Hallo. Ja, was? Nein, ich habe nicht geschlafen, sondern über meinen großen Fang meditiert, Mauser. Du weißt doch, was man über das Angeln sagt, nicht wahr? Dann sag es mir. Ich nämlich nicht. Hier. Oh Mann, zwei gelbe. Ach Mann, schade. Die brauche ich nicht. Aber das sieht echt gut aus hier. So viele schöne Blumen. Dann graben wir das mal aus. So. Ein Fossilchen. Wo lebt denn der Neue eigentlich? Auf dem Berg? Nee. Doch, nee. Ah, da rechts könnte er leben. Gucken wir gleich. So, was willst du hier? Stallträger, okay. Hallo Jesse, Wahnsinn, du bist das Fieb. Hey, du siehst heute echt klasse aus. Oh, danke schön. Am Anfang war dieser Spaziergang voll aufregend, aber nach ein paar Schritten wurde es dann langweilig. Zum Glück bin ich dir begegnet und jetzt ist es wieder cool. Ja, geil. So, Nuki. Lief gerade irgendwo Musik. Keine Ahnung. Och man, du hast ja nur hässliche Sachen. Ich habe aber auch nicht viel Geld mit. Muss ich auch dazu sagen. Okay, 780, das können wir uns leisten. Wie viel kostet dieser hässliche Teppich hier? Wandteppich. 880, nee, habe ich nicht. Mann, neppi schleppi. Ihr könnt auch mal hier Angebote machen. Ich will was verkaufen. Oh, Rübenpreise müssen wir nachgucken. Ist auch wichtig. Papierlaterne. Ja, vielleicht kriegen wir dafür 80. Glaube ich nicht. Aber. Oh, doch. Kriegen wir ein bisschen mehr. Dankeschön. So, jetzt aber. Jetzt kaufe ich dich. 880. Okay. So, wir sind in die Rübenpreise, kleiner. Oh, 74 ist wenig. 74 ist leider zu wenig, sorry. Sorry, sorry. Aber was hast du an Teppichen? Also die Böden und die Tapeten, die Nepp und Schlepp hier anbieten, sind nicht schön. Sind echt nicht schön.
Sie sollten sich mal lieber überlegen, ob sie nicht doch lieber einen anderen Laden führen wollen. ist er hier denn zu Hause? Nee, schade. Schade. Ah, hier. Ah, dann hätte ich vielleicht noch ein bisschen nach rechts tun sollen. Dieses Haus, naja, kann man nichts machen. Hallo Rüdiger. Moritz, Hallöchen, ich bin deinem Ratschlag gefolgt und blitzschnell hierher gezogen. Wirklich eine knuffige Insel, die ihr hier habt. Heute muss ich leider erstmal auspacken und meine Süßigkeiten neu sortieren. Aber ab morgen möchte ich täglich mit dir spielen, Schnäuzel. Okay, haben wir jetzt noch ein Nashorn. Super. Drei Nashörner. Das ist ja was. Wie viele Bewohner haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Super. 8 ist gut. Was ist denn das da hinten? Achso, das war mein Stuhl. Mein Liegestuhl. So, hier ist auch nichts Neues gewachsen wahrscheinlich. Nee. Nee, leider nicht. Leider nicht. Oh Gott. Fast die Blumen da zerstört. Oh, hier. Perfekt. Ich habe mir überlegt, für den Eingang mache ich einfach 2 Geldbäume hin. Und die zäune ich dann ab, dass die keiner ernten kann. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Ja, cool, ne? Habe ich den Geldbaum wieder verkackt? Wie so oft? Tatsächlich. Super. Cool. Hey, die sind nicht sind die gewachsen? Nee. Sieht nicht danach aus. So, hier haben wir den neuesten Bewohner. Hallo, Mr. Gold. Hey, da Moritz, ich ruhe meine alten Knochen nur ein bisschen aus. Ja, schön. Ich möchte ein bisschen mehr mit dir reden. Hab mir gedacht, ich setze mich mal ein bisschen raus, Punk. Ja, okay, dann nicht. Dann red doch mit der Wand. Mein Gott. Was sind das viele Blumen hier? Ja. Hä, Tina war vorher noch in der Vorschau da. Okay, dann nicht. Hallihallo, alle einmal hergehört. Am 7. April hat Moritz Geburtstag. Es mag nur etwas früh daher sein, doch wünschen wir dem Geburtstagskind alles nur erdenkliche Gute. Wow. Ist echt viel zu früh. Aber trotzdem danke, Noki Buki. Hallo, Leute. Sagt er mir überhaupt was Neues? Ich weiß es nicht. Willkommen bei der Bauberatung. Was liegt auf deinem Herzen? Ne, okay. Aber wir können Sternenlevel nochmal gucken. Weil jetzt haben wir einen Bewohner mehr. Oh, Moritz, guten Morgen. Wie kann ich dir heute helfen? Das Inselmanage. Stern. 3 Sterne! Es schaut blendend für uns aus. Wir sind schon richtig prominent. Also für ein Stück Land im Meer, da wäre auch noch was. Das würde ich gerne direkt vorlesen. Nimmerland. Soll ich ja echt ein Paradies sein? Würde ich gerne mal hin, KK. Nun, das war's. Was? Moment. Hier steht der KK bei der Antwort. Die Antwort kam von KK. Ja, genau. Hier kein Zweifel möglich. Und dazu die Handschrift. Der Fall ist sonnenklar. Das ist nicht irgendein anderer KK, sondern... Ich werd verrückt, KK, der Künstler hat mitgemacht und sogar eine persönliche Antwort geschrieben. Kann mich mal jemand kneifen? Das muss ein Traum sein, wir haben es geschafft. KK, der KK hat von unserer Insel gehört. Genau das, was wir so lange wollten. Und da steht noch mehr. Er will uns nämlich sogar besuchen kommen, wenn er einen Anlass findet. Dann keine Maulaffen feil halten, ihr zwei beiden. Jetzt wird in die Hände gespuckt. Wenn KK einen Anlass sucht, dann geben wir ihm einen, und zwar ein exklusives Inselkonzert, jawohl, mit Pauken und Trompeten, obwohl KK ist eigentlich der Gartentyp. Ich glaube, da geht keiner rein. Guten Tag, hallo, spreche ich da vielleicht mit KK, ja? Hier ist, ja genau, richtig, von Nook Inc. auf Nimmerland, ja. Ob die Umfrage von uns? Oh ja, und ob... Und wir freuen uns sehr über das Feedback. Deswegen auch der Anruf. Dann ehrlich gesagt,
Also es ist so, wir wollten ja auf unserer Insel ein Konzert veranstalten und da würden wir, ich meine, wir bräuchten noch einen musikalischen Stargast, am besten jemanden, dem unsere Insel, ach so, ach nein, ach doch, ach du, wirklich, kein Scherz, vielen, vielen unverschenklichstes Dank, welch Ehre für unsere Insel, ich bin ganz außer mir vor Freude. Ja, gerne. Ich schicke alles per Post. So schnell es geht. Das wird ein Fest für die ganze Insel. Nochmal riesigen Dank. Ja, ebenfalls wieder hören. Süppi? Ich überlege gerade, wo ich mein Handy hingelegt habe. Hier ist es. Und habe einen Snap von jemandem bekommen. Aber der interessiert uns jetzt erstmal nicht. Es wird bei unserem Konzert mitmachen. Was? Er wird bei unserem Konzert mitmachen. Jawohl, richtig gehört. KK kommt hierher zu uns. Das ist ja ein Traum. Gut gemacht, Chef. Und er will auch... gar keine Zeit vergeuden. Morgen schon könnte er eventuell hier sein. Moritz, ist es denn zu fassen? Das Ziel all unserer Träume. Ich werde die Sache mit dem Auftritt von KK bei nächster Gelegenheit per Inseldurchsage bekannt geben. Und du kommst ja hoffentlich auch. Moritz, KK darf man einfach nicht verpassen. Nein, nein. Okay, cool. Kriege ich jetzt irgendwas? Was soll ich tun? Ich wüsste nichts, was ich dir noch raten kann. Du hast viel erreicht, Junge. Ja, Supi. Supi Dupi, wir gehen mal hier dran. Dann kaufen wir uns ein Meilenticket. Ein Meilenticket. Bitte wählen Sie aus. Nuck Meilen. Oh, Bambus ist auch schön, tatsächlich. Hier, Meilenticket. Möchten Sie ein Meilenticket? Ja. Meilenticket wird gedruckt. Meilenticket wurde gedruckt. Bitteschön. Dankeschön. Haben wir eigentlich noch ein freies Grundstück? Aber das können wir auch erstmal lassen, vielleicht. Willkommen beim Nook-Portal. Bitte wählen Sie einen der folgenden Services aus. Ah, ich wollte gar nicht Bankautomat, oder? Ah, doch, komm. 10.000. Dann können wir nämlich noch ein Haus irgendwo hinklatschen. Vielleicht irgendein Haus, was dann entfernt ist von den anderen allen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Nook Shopping. Aha. Oh Gott. Okay, super, super, danke schön. Ich kaufe nichts. Wie so oft. So, tschüss, ihr beiden. Ah, ich wollte noch ein Haus platzieren. Warte, ich gehe noch mal rein. Oh, Nuke! Ah. Hallo Moritz, willkommen bei der Bauberatung. Was liegt auf deinem Herzen? Infrastruktur. Ich möchte gerne ein Grundstück verkaufen. Ja. Dankeschön. Ja. Oh, Junge. Ja. So, hättest du denn sonst noch irgendeinen Wunsch? Nein, alles gut. Hatte mir gerade klar gemacht, dass man nur 9 Bewohner haben kann. Ich dachte 10. Haben wir schon 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oder was ist das da über dem Haus? Über dem Zelt. Das könnte auch ein Ding sein. So, ich guck mal eben kurz, wo ich das Haus hin haben möchte. Am liebsten... Ja, vielleicht da unten am See. Vielleicht hier unten am See. Hier so. Hier einrichten, zeig mal her. Ja. Ja, ist okay. Super.
Damit steht fest. Ja, super. Gut gemacht. Oh, ich kann nachher wieder ernten. Oh, Akisa ist wieder da. Weiter brauche ich aber Taler. Dann holen wir uns hier mal eben. Wir brauchen insgesamt 9000. Für den Boden, für den Teppich und für die Tapete. Es sei denn, wir bekommen wieder die gleiche Scheiße wie auch in den letzten paar Folgen. Beton-Dingsi-Booms und Beton-Dingsi-Booms. Das war natürlich sehr, sehr fällig. So, okay. Ich kann da noch 10 Äpfel verkaufen, ist kein Problem. Wollte ich eigentlich auch sparen, damit ich hier noch Bäume pflanzen kann. Aber macht nichts. Das ist das Museum. Museum. Ich weiß jetzt zumindest, was ich hier hinten gepflanzt habe. Birnen. Sehr gut. Herzlich willkommen. Ja, willkommen. Was kann ich für dich tun? Ich will was verkaufen. Bitteschön und... Bitteschön. Und 10 Äpfel. Aquaboden habe ich mir auf einer anderen Insel gekauft. Hatte ich nicht noch irgendwas? Nee, ne? Nee, nur das, glaube ich. So, insgesamt 7... Oh, das reicht gar nicht. Oh, doch, es reicht. Ah, super, es reicht noch. Soeben. So. Mal eben hier die Nook-Meilen. Einmal hier. Und hier. Super. Ah, gibt's sonst noch was? Nee, ne? Ja, cool. Oh, wer ist denn online? Niemand. Okay. Niemand ist online. Online. Dann wieder den Ritterdings. Schnapp ich mir natürlich. Supi, danke. Oh, mein Auge fängt gerade an zu jucken. Nicht so schön. Nicht so schön. Akisa, wo bist du denn hingelaufen? Da. Hallo. Salam, nenn mich Azisa. Ich bin bekannt bei allen, die die schönsten Teppiche suchen. Azisa bringt sie aus der fernen Heimat, damit du deinen Grund und Boden damit verschönern kannst. Kleine Teppiche, große Teppiche und mittlere, alle habe ich. Und bla bla bla. Okay. Ein Teppich bitte. Wir nehmen mal einen großen heute. Ich öffne meine Hand für die Bezahlung, die du gibst. Vergnüg dich mit meinen. Ich weiß noch nicht, wie das da mit den Coupons da ist. Verstehe ich noch nicht so richtig. Vielleicht muss ich mich da mal informieren. Ja. Oh, geh weg, du Nashorn, ey. Und sein Schweif hat so ein Bild. Oh, sein Schweif sieht da lustig aus. Und Boden. Als ob er die ganze Zeit so stehen würde, der Schweif. Ist ja... Wow. Wow. Oh, danke schön, Lassisa. Ich bin mal weiter. Dann gucken wir uns die mal eben an. Haben wir noch ein paar Meilenchen bekommen. Hier, Geld. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Geldstein müssen wir nachher auch noch suchen. Was war das? Ein Vogelschirn. Guck mal hier, Leute. Ich habe hier gestern mal A dran gedrückt. Und dann kommt da so eine Puppe daraus. Sehr seltsam, ich weiß. Fand ich auch seltsam.
So, ihr Rüben, ihr liegt da noch so schön. Dann, oh, Fossilienboden auf dem Boden. Seeblick-Tapete. Oh, Seeblick-Tapete. Oh, cool, wir haben eine der coolen Tapeten bekommen. Oh, das ist echt schön. Ist wirklich schön. Ein Geldbeutel. Schlamperteppich. Hier ist kein Platz für diesen Teppich. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Dann legen wir den Teppich mal hier aus. Rollen den Teppich aus. So, ja. Schmaler Teppich oder so. Okay. Ja, wow. Toll. Schöner Teppich. Das könnte ein Teppich von mir zu Hause sein. Der einfach kein Blick würdig ist. Okay. Dann lagere ich hier mal Sachen ein. Ich weiß nicht, was ich mit diesen Coupons da mache. Oh, jetzt habe ich abgelegt. Ah, egal. Ins Lager. King KK. Auspacken. Musikbox ist hier nicht, ne? Die ist hier, glaube ich. Könnten wir es hier eigentlich einlegen und mal hören. The King is back. Hinzufügen. Okay, reicht. Oder das wollte ich gar nicht machen. So, dann. Du kommst auch noch ins Lager. Das kann ich nachher verkaufen. Ach, die Blumen habe ich geklaut. Von einer anderen Insel. Aquaboden. Der ist auch schön. Oh ne, den wollte ich eigentlich platzieren. Egal. Das ist zu spät. Die Blumen, die gehe ich mal eben pflanzen. Ich hoffe, wir kriegen eine fruchtige Insel. Aber keine Kirsche. Weil Kirschen bekomme ich irgendwie fast die ganze Zeit. Ist ein wenig enttäuschend und auch nervig. So. Dann wollen wir da mal los. Ah, Blumen nicht. Achso, wir wollten nur die Blumen anpflanzen. Die pflanze ich hier hin. Pflanze ich einfach mal hier hin. Sind drei Stück. Ach, ich muss ja gar nicht. Ach, egal. Hier, Pflanzen. Pflanzen. Die hatte ich nämlich, glaube ich, noch nicht. Soweit ich mich nur daran erinnern kann. Eine neue Blumensorte wäre auch cool. Tatsächlich. Da hoffe ich jetzt einfach mal auf das Meilenticket. Hallo, ich weiß deinen Namen gar nicht. Poggio? Poggio? Bodo. Ah, nah dran, ey. Nah dran. Ach man, er muss mir doch nicht jeden Tag erklären, dass ich hier ein Meilenticket mit hab. Ah, ja, abheben. Auf geht's, Junge. Genau. An die frische Luft mit mir. Genau. Dodo, einspricht hier. Udo, bist du da? Nein? Okay, dann fliege ich heute halt. Sehr schön, dann kommt morgen schon KK. Das ging ja relativ flott, tatsächlich. Ich dachte, der kommt erst bei 5-Sterne-Wertung. Ach, schon wieder Kirsche. Aber hier ist ein Bewohner irgendwo. Was bist du denn? Was ist das denn? Ich angel mal hier ein bisschen. Hier, hopp. Okay, habe ich nicht getroffen. So aber. So, was ist das hier? Seebarsch bestimmt, ne? Wie ich meinte, kenne. Ein Barsch, ja, ist für mich das gleiche tatsächlich. Mittlerweile. Hallo. Misusu.
Ich nehme an, dass wir noch nicht das Vergnügen hatten. Ich bin Misusu. Und du, Moritz? Welch charmanter Name. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen. Nun sollte hier bei deinem Aufenthalt noch ein Plausch sein. Weißt du, wo du mich findest, Traum? Oh, die ist ja süß. Die ist ja süß. Ich würde gerne nochmal mit dir reden. Oh, die hat coole Augen, ey. Mach mal Augen auf. Mach doch mal die Augen auf hier, Kleine. Huh? Oh, die ist ja cute. Ja, cool. Gute Entscheidung. Nice. Oh. Die ist echt richtig cute, ey. Oh mein Gott. Die ist wirklich sehr, sehr cute. Habe ich mich ein bisschen verliebt in die. Aber nur ein bisschen, Leute, ne? Wir wollen ja hier nicht übertreiben. Sprungstab. Ja, haben wir auch noch. Da ist die Flaschenpost, die ich gesucht habe. Sehr gut. Weil Rezepte kann man immer gebrauchen. Nur jetzt kann es natürlich langsam sein, dass die doppelt werden, die Rezepte. Bambuswand habe ich nämlich zum Beispiel schon. Oh, doch nicht. Oh, habe ich nicht. Dachte, ich hätte die schon gehabt. Hä, hatte ich die noch nicht? Achso, ich habe, glaube ich, die Bambustapete, oder? Hier, das hier hatte ich. Bambuswaldtapete, okay. Okay, okay. Ich nehme es zurück, dann hatte ich es noch nicht. Ah, süß. Jetzt haben wir echt einen süßen Bewohner. Endlich mal einen coolen. Und süßen zugleich. Ja, das war dann die Insel hier auch. Blumen brauche ich nicht mehr zu nehmen. Ich habe genug. Dann geht's weiter. Fliegen wir zurück. Du willst Pistazieneis mit Zinnimmernat nehmen? Ja. Fertig machen zum Abflug. Jetzt kann ich auch mal eben in den Snappy schauen. Snappy da. Nächste Nachricht bitte nicht überspringen. Oh Gott. Mann, ich dachte irgendein cooler Snap, ja, und dann kommt irgendein Text über Corona, ey. Mann. Okay, dann gehen wir zum nächsten Punkt über. Wir sammeln noch. Oh, hier ist ein Geldbaum. Ich glaube, den behalte ich erstmal. Genau, den behalte ich. So. Hier ist jetzt unser neuer Campingplatz und den würde ich jetzt gern ein bisschen gestalten. Deswegen essen wir mal direkt hier Yam 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 und Yam Yam. Oh Mann. Ach. Alter, alles im Weg hier. Mann, ey. Oh, essen. Und dann ausrüsten. Hey, was ist das denn? Oh Gott, ich raste hier gleich nur aus. Dankeschön und so. Sehr gut. Hier machen wir mal das weg. Die nehmen wir auf. Das nehmen wir auch noch auf. Da soll das Feuer hin. So, am besten mittig. Also genau dahin. Müsste ja dann wohl das letzte hier sein. Platzieren. Nicht genug Platz. Och Mann, ey. So, besser. Ich hoffe es. Sehr gut. Oh. Nee, das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. So, du kommst mal eben ganz, ganz weit weg.
Ja. Du nervst mich gerade. Dich brauche ich erstmal nicht. So, ich habe mir nämlich überlegt. Ist ja hier ein Campingplatz, ne? So. Heißt. Ein bisschen Beinfreiheit. Ist nicht verkehrt. Da ist der Baum im Weg. Oh, ich kann da gleich zwischendurch laufen. Dann so. Oder nee. Nee, das sieht doch blöd so aus. Ach. Mann, ey, hier ist alles im Weg. So. Ich kann selbst so nicht mehr durchlaufen, oder was? Ist doch ein Witz, oder? Ist doch ein Witz. So, jetzt so aber, ne? Super. Ich will mich nicht hinsetzen, ich will hier A klicken. Danke. So. Du kommst dann dahin. Dich mache ich wieder einer vorne, weil... Ach, kann ich gar nicht mehr, oder was? Ach, ich raste hier gleich noch aus. Und ich muss niesen. Ach, Gesundheit, danke, Moritz. So. Und du kommst auf die andere Seite. Obwohl, ich glaube, zwei reichen sogar, oder? Würde schon sagen. So, dann hätten wir noch die Ligen. Oder die Spiele. Die könnten wir dann hier hinlegen. Regenwurfspiel. So. Kommst du mal in mein Inventar. Hier machen wir die zwei Ligen hin. Wenn ich sie finden würde, Baumstammliege. Drehen die mal einmal richtig. Oder gar nicht. Ah doch, so. Dann kommt eine dahin und eine hierhin. Möchte ich die denn versetzt hinlegen oder nicht? Doch, vielleicht so ein bisschen versetzt. Genau so. Sehr gut. Was haben wir jetzt hier noch? Ukulele. Hier haben wir noch diese zwei Dinger. Die könnten wir da besser hin platzieren, stimmt. Oder einen zumindest. Hier, Baumstammhocker. Jetzt müssen wir mal nach dahin. Ach man, jetzt habe ich das Spiel da wieder aufgenommen. So. Regenwurfspiel, du kommst dahin. Nee. Bisschen weiter nach links. So, die Gitarre, die will ich ganz gerne dann hier hinlegen. Oder die Ukulele. Was haben wir jetzt noch? Hier, Baumstammhocker, Mini-Werkbank, Bauklotz-Set, Rohholzbank, Vogelhaus, Stehlampe. Stehlampe, Bambus-Stehlampe. Wo könnten wir die denn platzieren? Vielleicht hier neben. Gleich daneben. So, genau. So, ich dachte, das wäre das Vogelhaus. War es nicht? Vogelhaus können wir hier so eine Art Briefkasten machen. Ja, platzieren. Nicht genug Platz. Ich raste aus. Vogelhaus, bitteschön. Und dann A. Achso, es geht echt nicht weiter, oder was? Warte, dann muss ich hier mal eben ein bisschen improvisieren. Und versuchen es hier. Ah, hier geht's. Perfekt. So. Du kommst ein bisschen weiter nach vorne. Holzblocktrommel, ja, weiß ich nicht. Kann man die auch da drauf tun eigentlich? Kann man. Kann man sogar. Dann tue ich da die Ukulele drauf. Ja. Hier, Gitarre. Ukulele. Bitteschön. Aber das will ich ganz gern drehen. So. Ja. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Tue ich hier noch diesen komischen Holzblocktrommel hin. Ja, kann da so bleiben. Da passe ich zwar jetzt nicht mehr durch, aber das macht nichts. Habe ich für da unten noch irgendwas?
Nee. Vielleicht ein Bauklotz-Set, damit kleine Kinder da irgendwie spielen können. Bitteschön. Ja, okay, Leute. Das ist unser neuer Campingplatz. Ich hoffe, er gefällt euch. Mir gefällt er natürlich sehr, sehr gut. Und hier pflanzen wir jetzt erstmal nochmal neue Bäume an, die wir da unten abgerissen haben. So, und da freue ich mich tatsächlich auf morgen, dass KK da ist. Und ja, dann gebe ich mir eben die Fossilien ab, suche den Geldstein. Weil Geld ist ja wichtig, ne? Genau. Geld ist ja wichtig. Oh, das hätte ich ja nie gedacht, dass das so ist. Aber es ist so, Leute. Geld ist tatsächlich wichtig im Leben. Im Leben, lasst es euch gesagt sein. Okay, hier war auf jeden Fall kein Geld drin. Schade, schade, Schokolade. Oder wir verkaufen jetzt gleich die Pfirsiche, ernten die noch eben schnell, dann könnten wir unser Haus noch eben fertig machen. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Oh, hab wieder irgendeine Meile bekommen. Zeig mal her. Oh, super. Stoße Felsen an. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Wir holen uns noch eben die ganzen Pfirsiche hier. Sind ja nicht viele. Nur ein paar. Aber ein paar sind auch schon sehr gut. Für... Weil so viel Geld brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, 60.000 ungefähr. Ungefähr, ne? 60.000 müssten wir vielleicht mit etwas Glück und Verstand hinkriegen. Ich glaube, dafür sind tatsächlich noch zu wenige Pfirsichbäume hier. Beziehungsweise bewachsen. Befruchtet. Oh Gott, das hört sich auch an, befruchtet. Meine Bäume sind befruchtet. Aber es ist ja die Wahrheit. Ne? Ja. Sehe ich auch so. Die Zauberer von Waverly Place habe ich jetzt endlich durch. Ja, ich muss gleich meinen Counter machen, um zu schauen, was ich als nächstes schaue. Ich persönlich würde gerne die Gummibärenbande schauen, aber mein Counter sagt das, was ich schauen soll. Und da bleibe ich auch dabei. Da bleibe ich dabei. Kim Possible war auch mal wieder cool. Habe ich nämlich sehr, sehr lange nicht mehr geschaut. Aber American Dragon fehlt mir immer noch. Mann. Bitte Disney. Bitte Disney. Und Star Wars und Clone Wars kann ich immer schauen. Da wäre es mir egal, ob es das dran käme. Das würde ich dann auch schauen. Obwohl ich das echt vielleicht so 5-mal schon durchgeschaut habe. Weil ich einfach Star Wars und Clone Wars liebe. Es ist einfach eine richtig geile Serie. Wirklich, wirklich. So, Muschel, Muschi. Oh, oh Gott. Nee, vergesst mal das Wort. Das wollte ich nicht sagen. Ich wollte Muschel sagen. Und nicht ein böses Wort. So, hier haben wir nochmal ein Rezept. Öffnen. Ein Holzdoppelbett. Oh, cool. Das haben wir noch nicht. Holzdoppelbett ist cool. Zeig mal her. Zeig mir das schöne Bett her. Ach so, das ist einfach nur das Holzbett in Doppelt. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Doppelbett. Warte mal eben. Wieso sind hier VNAPD? Ist das noch der Hochen? Warte, hier unten? Ja, das ist der Hochen. Okay, ich war schon ein bisschen verwirrt. Gut. Gut, 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 gut. So, sammeln wir noch die Muscheln hier auf. Dann gehen wir die noch ab. Oh, Leuchtturm, hallo Leuchtturm. Und tschüss Leuchtturm. Oh, da. Leiter habe ich mit, perfekt. Hallo Fossil. Hier, Schaufeln. Zack. Ich habe ein Fossil ausgegraben. Ja, das hast du. Das hast du.
So, dann nehmen wir auch den Weg hier hinten. Eine Schleuder habe ich mir immer noch nicht gebastelt. Vergesse ich auch die ganze Zeit, wenn ich ehrlich bin. Aber, ja, so ist das Leben halt, Leute. Nimmt es mir nicht allzu böse. Ich mache das nicht extra. Hopp, hopp, hopp. Hallo, Haus, Haus, Haus. Ich muss hier durch. Und Sachen verkaufen. Oder hätte ich die Blumen fast kaputt gemacht? Nochmal Glück gehabt. Nochmal Glück gehabt. Ja, herzlich willkommen. Ja, danke, danke. Oh, ich hätte erst die Fossilien analysieren sollen. Dich behalte ich aber. Ihr könnt weg. Du kannst weg. Und du kannst weg. Wie viel gibst du mir? 20.000? 31.000? Okay, ist abgemacht. Ist abgemacht. Dankeschön. Ja, ja, ich bedanke mich bei euch. Ihr müsst euch nicht bei mir bedanken. Sprungstab. Och man, er ist im Weg, da komme ich nicht vorbei. Schade. Muss ich hier doch die Brücke benutzen. Kann ich die eigentlich auch abreißen? Ich bin gespannt. Eugen, nicht schlafen. Ja, huch, ein Huchen. Nee, ich bin's, Eugen, ich bin kein Fisch. Bitte, iss mich nicht auf. Bitte. Hier, Fossilien for you. Free. Guck mal, ich will nicht mal Geld dafür haben. Huch, nicht nur ein Wund, sondern gleich mehr. Uhu, sehr schön, das ist auf jeden Fall was Neues dabei. Wir haben noch nicht alle dieser Stücken. Ich bin entzückt, tolle Freude. Hier, ich gebe sie dir aber nochmal wieder, dann kannst du das nämlich selbst machen. Sehr, sehr schön. Jede Spende, jedes Stück macht den guten Eugen glücklich. Ich will etwas stiften. Was gedenken Sie zu stiften? Den Brachiosaurus Thorax und den Apotolomotosaurus Torso. Genau, die. Gleich mehrere Stücke. Jawohl, meine Freunde. Aber bitte, Sie brauchen doch nicht alles zu spenden. Ich will etwas stiften. Oh, habe ich schon. Vergiss immer, dass ich schon gestiftet habe. Aber es macht nichts. Das macht nichts. So, da oben ist immer noch nichts. Ich frage mich ja, ob man das Museum später noch upgraden kann. Durch Euphemia oder den Kaffeetypen, der war ja auch damals da. Oh Gott, hat er eine hässliche Brille. Oh, sieht man sich wieder, Mauser. Ich will plaudern. Unser neuer Nachbar ist da. Ich werde mich sofort einmal vorstellen. Sollte ich gleich mit Mauser ins Hause fallen? Oder erst nach einigen Minuten einfließen lassen? Okay. Ja, okay, Leute. Das war's dann für heute. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Jesse aufgewacht ist. Ja, bis dann, euer Kamito. Rechts ist die Playlist. Links, ne? Links ist irgendein Video. Tschüss. Ich sagte Tschüss.